Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, die Emotionen sind jetzt wieder runter. Wir können wieder normal spielen. Wir sind mittlerweile in der Himmelsfeste angekommen. Mann. Wer die letzten Folgen jetzt nicht gesehen hat, in der letzten Folge haben wir uns da mal die Feste angeguckt, soweit. Viel habe ich jetzt nicht behalten. Das ist eine neue Aufnahmesession, war jetzt eine Woche nicht mehr im Spiel. Hier rechts war durch die Tür war Solas. Links kommen wir noch nicht durch. Hinten rechts die Krypta. Da werden wir uns auch noch drum kümmern. Wir werden jetzt in dieser Folge und ich denke mal auch in der nächsten eventuell, je nachdem, wie lange das dauert, jetzt erstmal mit allen Leuten reden. Dann steht auf dem Plan, wir werden Colin. Hieß er Colin? Gott, ich kenne meine eigenen Leute nicht. Da ist er eine Bulle? Nein. Beric? Nein. Solas? Nein. Cool. Mal diese Drachenrüstung craften. Die haben wir ja auch in der letzten Folge, glaube ich, gesehen, in der Krypta. Die haben wir durch den DLC. Mal sehen, ob die was bringt, weil der Gute braucht ja unbedingt eine neue Rüstung. Für dich da draußen. Wir sind alle Stufe 9. Das war ja auch die Frage in den Kommentaren, welchen Level wir haben. Wir sind alle Stufe 9. Dann werden wir in dieser Aufnahmesession mal an den Tisch gehen und die Burg ein bisschen ausbauen. Uns damit ein bisschen beschäftigen. Dann natürlich an den Missionstisch. Ich habe den Wink mit dem Zeigefinger bekommen, dass ich Vivian noch nicht geholt habe. Das werden wir noch machen. Und das war mein WhatsApp, wer es gehört hat. Ich glaube, ich muss diese App, die ich auf dem PC habe, auf lautlos stellen. was noch, was noch, was noch, was noch? Burg ausbauen, Cole, mit allen reden. Ja, ich glaube, dann fangen wir mal an. Und natürlich mit meinem Schnucki zuerst. Ah, Inquisitor, das ist jetzt doch euer Titel, oder? Ja. Erinnert ihr euch noch an diesen Krieg, den wir beenden wollten? An die Schurken, die ich mit Pfeilen spicken wollte? Von einem beschissenen Erzdämon war nie die Rede. Andraste, in was bin ich da nur reingeraten? Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber ja, Orpheus hat mich auch überrascht. Nein. Überrascht ist man, wenn man in Hundescheiße tritt. Niemand sagt, oh, ein Magistergottmonster. Das ist ja meine Überraschung. Unmögliche Dinge sind keine Überraschungen. Ungewöhnliche Dinge sind keine Überraschung. Beruhigt euch, erklärt es mir. Ja, beruhigen wird die sich nicht, die ist sehr aufbrausend. Das glaube ich nicht. Zorfheus wirkt ziemlich real. Was wollt ihr mir sagen? Probieren wir mal. Langsam verwirrt ihr mich. Worauf wollt ihr hinaus? Erzdämonen sind real? Schön. Aber falls dieser Koryphidings echt ist, haben die Magister die schwarze Stadt tatsächlich geknackt? Das ist nur ein verschwommener Traum, oder? Ich meine, falls er tatsächlich real ist, dann gibt es den Sitz des Erbauers. Wirklich? Ein Sitz braucht einen Arsch. Also wäre der Erbauer real. Und alle Märchen über den Anfang und das Ende der Welt? Auch alle real. Das ist zu viel, findet ihr nicht? Wie schafft ihr es mit eurem hübschen Gesicht, nur dass ich diese Scheiße tatsächlich für möglich halte? Alter, die Frau ist der Burner, ey. Ja, wir können. Ja? Komm. Danke für das Kompliment. Wegen des schönen Gesichts, nicht wegen der Scheiße, die ich rede. Oh, gern geschehen. Vergessen wir das Ding am Himmel einfach, Herzchen. Mach dich einfach hübsch und alles ist gut. Ich will nur, dass alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Ein nettes, einfaches System mit einfachen Problemen. Das hilft allen. Mir, den Leuten und euch. In dieser Reihenfolge. Fürs Erste. Boah, wir können ja direkt in die Folgen gehen. Hier, machen wir. Ich hoffe, ihr bleibt bei uns. Vielleicht weckt ja noch etwas euer Interesse. Oh, hört, hört. Warten wir ab, wie sich die Dinge entwickeln, Lady Herold. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal ein normales Gespräch mit ihr zu führen. Sera, mein Schatz. Dämonenarmeen und Wächter und Varric weiß genau, wen wir brauchen. Der Redenschwinger weiß ja wirklich alles. Was wollt ihr?
Entwickelt sich alles wie erwartet? Cassandra hat ganze Arbeit geleistet, was? Jetzt habt ihr das Sagen und könnt dafür sorgen, dass alles so wird, wie es sein sollte. Die Beterei ist ja ganz nett, denke ich. Aber Corypheus, der ist scheiße. Corypheus. Corypenis. Was? Corypheus. Meine Güte, ich weiß, wie der Sack heißt. Aber er verdient es nicht, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, verdammt. Okay. Ich komme wieder, falls ich euch brauche. Nur zu. Fäkalius, Penis, mein Gott. Diese Frau. Blackwell. Das ist also die Himmelsfeste. Jawohl. Kommt, gehen wir die Welle ab. Ich möchte sehen, in welchem Zustand unsere Befestigungen sind. Wir werden Corypheus schon meilenweit kommen sehen. Glaube ich aber nicht. Andererseits bedeutet das aber, dass auch er uns schon von Weitem sehen kann. Er soll ruhig kommen. Ich schwöre, ich werde diesen verderbten Bastard erledigen. Und wenn es mich das Leben kostet. Ihr nehmt es mir schwer, tut, nützt ihr mich nichts? Nee. Seid vorsichtig, dass euch euer Enthusiasmus nicht umbringt. Ich wäre nicht der Erste, der in euren Diensten stirbt. Seht sie euch an, wie sie sich um euer Banner scharen. Begierig darauf, für Andrastes Herold zu kämpfen. Ihr Glaube ist eine Leine und eure Inquisition hält sie in der Hand. Harte Worte. Seid ehrlich. Seid ihr, was sie von euch sagen? Die Auserwählte Andrastes? Sind wir auserwählt? Nein, wir sind ja. Das war ja eigentlich schon versehen, dass wir das mal gekriegt haben, ne? So wie. Ich erinnere mich nur an weniges. Was, wenn sie recht haben? Spielt das überhaupt eine Rolle? Erkennt ihr denn nicht, was ihr für sie seid? Ohne euch würde sie ihre Verzweiflung auffressen. Genau wie uns alle. Für sie müsst ihr die Gesandte Andrastes sein. Es gibt ihnen Hoffnung. Die Wahrheit ist unwichtig. Hört mich nur reden. Eure Zeit ist kostbar und ich habe schon zu viel davon verschwendet. Okay. Toll, jetzt hat er uns hier raufgelunscht. Muss mal wieder runterlunschen. So. Speerin Harding. Euer Gnaden. Ist irgendwas vorgefallen? Sucherin Cassandra ist hier vorbeigekommen. Sie sah aus wie eine Gewitterwolke. Das ist aber nur ihr Gesicht, oder? Ja. Haben wir mit der schon mal geredet? Also, wer ist Speerin Harding wirklich? Ich? Ich bin niemand. Ich habe mein ganzes Leben in der Nähe von Radcliffe gelebt, habe Schafe für meine Nachbarn gehütet. Als die Inquisition durch mein Dorf kam, habe ich ihr geholfen, indem ich ihr alles erzählte, was ich über die Gegend wusste. Dann habe ich mich verpflichtet. Ich wollte die Welt sehen, bevor sie dieses Ding da draußen verschlingt. Ich sollte gehen. Ja. So, wen haben wir denn hier noch? Der Bulle. Und hinter dem Bullen ich, Cassandra. Okay, das wären dann wohl gleich, denke ich mal, mit so das die wichtigsten Gespräche. Was? Ihr habt immer gewusst, wo Hawk war. Da habt ihr verdammt recht. Ihr verlogenes kleines Aas. Ihr habt mich entführt. Ihr habt mich verhört. Was hattet ihr denn erwartet? Hey, das reicht jetzt. Ihr stellt euch auf seine Seite? Ich sagte, es reicht. Wir brauchten jemanden, der die Inquisition anführt. Hawk war unsere einzige Hoffnung. Er war der Champion von Kirkwall. Die Magier respektierten ihn. Und ihr habt ihn vor uns versteckt. Die Inquisition hat doch eine Anführerin. Hawk wäre beim Konklave gewesen, wenn irgendjemand ihre Heiligkeit hätte retten können. Very good, Bastard.
Varric ist nicht verantwortlich für das, was beim Konklave geschehen ist. Ich habe meinen Freund beschützt. Varric ist ein Lügner, Inquisitor. Eine Schlange. Selbst nach dem Konklave, als wir Hawk am dringendsten brauchten, hat Varric uns seinen Aufenthaltsort verschwiegen. Aber jetzt ist er da. Wir stehen auf derselben Seite. Wir alle wissen, auf welcher Seite ihr steht, Varric. Und es wird nie die der Inquisition sein. Varric hat es sich verdient, hier zu sein, Cassandra. Vielen Dank. Hat er auch. Ich sollte nicht darüber nachdenken, was hätte sein können. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Geht, Varric, bitte. Geht einfach. Die beruhigt sich wieder. Wisst ihr, was ich denke? Wäre Hawk im Tempel gewesen, dann wäre er jetzt ebenfalls tot. Ihr und euresgleichen habt ihm schon genug angetan. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mir irgendeine Geschichte erzählt und ich habe sie geschluckt. Hätte ich ihm nur erklärt, was auf dem Spiel stand, es ihm begreiflich gemacht. Aber das habe ich nicht, oder? Ich habe ihm nicht erklärt, warum wir Hawk brauchten. Ich bin solch eine Närrin. Was wäre gewesen, wenn ihr ihm nicht geglaubt und Hawk aufgespürt hättet? Ehrlich gesagt hätte Hawk den Posten als Inquisitor womöglich ohnehin abgelehnt. Er hat schließlich den Magieraufstand unterstützt. Er hätte mir nicht eine Sekunde lang vertraut. Aber es geht hier nicht um Hawk und noch nicht einmal um Varric. Nicht wirklich. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Ich hätte klüger sein müssen. Ich verdiene es nicht, hier zu sein. Wir können uns keine weiteren Fehler mehr leisten. Denkt ihr, das weiß ich nicht? Ich will nur sicher gehen. Ihr sollt wissen, dass ich nichts bedauere. Hätten wir Hawk gefunden, wäre der Erbauer vielleicht nicht gezwungen gewesen, euch zu uns zu schicken. Aber er hat es getan. Ihr seid nicht das, was ich erwartet hatte. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann, dass ich nicht das Geringste weiß. Okay. Inquisitor, Na ja, die richtige Festung dafür habt ihr ja. Und wo wir gerade davon sprechen, wenn ihr einen Moment Zeit habt, würde ich euch gerne etwas zeigen. Was sollte ich mir ansehen? Kommt mit, ich zeige es euch. Ich zeig dir meinen echten Hasen. Was? Warum bin ich so angezogen? Das seht ihr gleich. Kommt schon. Ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Nabend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen. Tanner, ich bin aus Jada. Naja, aus der Nähe von Jada. Myra, ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel. Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Sie redet nicht viel. Also, seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Corypheus ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Naja. Solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist. Wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. So, wie ich es gebracht habe. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht.
Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Ich wusste, dass einige der Soldaten so denken, aber es selbst zu hören... Es ist manchmal schwer, nur eine Idee zu sein. Und für die meisten von ihnen ist das alles, was ihr seid. Deshalb konntet ihr auch direkt vor ihnen stehen, ohne dass sie euch erkannt hätten. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag. Bams ist wieder Tageslicht, ein bisschen umgezogen. Magie. So, Cassandra, der eiserne Bulle. Sarah haben wir geredet, Blackwell haben wir geredet. Ich würde gerne nochmal versuchen, mit Cassandra zu reden. Ich weiß nicht, das heißt einiges fehlgelaufen. Ja, so wirst du hier nichts ändern, Mädchen. Hä? Also. Ah, da kommt die Heldin unserer Zeit. Die mächtige Bändigerin des gefürchteten Magieraufstandes. Einst eine einfache Gefangene und nun der sagenumwobene Herold Andrastes. Ich trinke auf euch, my lady. Seid ihr wütend auf mich? Ihr seid betrunken. Seid ihr wütend auf mich? Geht es hier vielleicht darum? Natürlich geht es darum. Dreht sich denn nicht immer alles um euch? Und was bitteschön macht euch so wütend? Bleib wieder sitzen. Ihr verhätschelt die Magier, ermutigt sie, als hätten sie uns nicht alle fast vernichtet. In gnadenloser Willkür spielt ihr mit dem Schicksal der Welt. Und ich habe es euch erst ermöglicht. Wohin ihr uns auch führt, erinnert ihr euch? Ja, ich erinnere mich. Corypheus lebt noch. Mein Werk ist noch nicht getan. Lasst mich allein, Inquisitor. Geht, tut, was ihr tun müsst. Okay. Dann nochmal mit ihr reden können. Hawk. Ah, die ist aber schnell wieder nüchtern. Es gibt da etwas, das mich beunruhigt, Inquisitor. Liliana erhält immer wieder Berichte über besessene Magier und abtrünnige Templer. Doch es gibt niemanden, der dem nachgeht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns damit befassen, bevor es noch schlimmer wird. Ja, natürlich, wir können dem nachgehen. Sobald ich von derartigen Vorfällen höre, werde ich die Orte auf der Karte markieren, Inquisitor. Außerdem würde ich euch gerne begleiten, wenn ihr der Sache auf den Grund geht. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Sagt diesem Dämon, diesem, wie nennt er sich, Cole? Sagt ihm, er soll verschwinden. Es mag ja sein, dass er nichts Böses im Sinn hat, aber das heißt noch lange nicht, dass uns durch ihn auch nichts Böses widerfahren wird. Geister sind keine Wesen, denen man blindlings vertrauen kann. Nehmt euch vor ihm in Acht, Inquisitor. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Seid Dorian gegenüber wachsam. Oh. Es ist möglich, dass er genau das ist, was er zu sein scheint. Ein Magier aus Tevinter, der besser sein will als seine Landsleute. Doch was, wenn nicht? Im besten Fall erweckt seine Anwesenheit den Eindruck, die Inquisition habe fragwürdige Verbündete. Jetzt kommt Eric dran. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Gebt gut auf die Schatzkammer Acht, jetzt wo diese Sarah hier ist. Ihr denkt, sie würde uns ausrauben? Ich weiß es nicht, aber es wäre ihr zweifellos zuzutrauen. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Mir fällt nichts ein, was ihr nicht auch selbst wüsstet, Inquisitor. Okay. Das wäre vorerst alles.
Wie ihr meint. So, Hawk. Hawk? Hawk? Was denn? Hawk? Sei doch nicht so. Ignoriere mich nicht. Okay, ich glaube, der will nicht mit uns reden. Gut, dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Na, Schnucki. Hier unten müsste ja jetzt Cole sein, ne? Cole und Cullen. So, mein komischer Freund. Roderick hat es vor seinem Tod bedauert. Hat er euch erzählt, was genau er bedauerte? Überall Blut, Bestien, Wahnsinn, Tod. Wir alle werden sterben. Der Herold stellt sich ihm entgegen. Und Köpfe wenden sich ihr zu. Verzweifelt und einfach. Rein. Stimmen in der Kirche. Es ist Jahre her, seit ich das Lied gesungen und gespürt habe, wie es mich durchdringt. Aber das hier ist real. Es ist real. Es ist so lange her, dieses Gefühl. Gleitend, gütig. Glaube. Und ich habe sie bekämpft. Möge mir der Erbauer vergeben. Ich hoffe, ich habe genug getan. Okay, sonst das nächste sein? Er hasst das alles wegen der Dunkelheit hinter der Tür. Einige Türen sollten geschlossen bleiben. Könnt ihr mir erklären, wie euer Verstand funktioniert? Ja. Ja, wie? Was spürt ihr, wenn ihr euch auf mich konzentriert? Ihr strahlt zu hell. Es ist wie Vögel vor der Sonne zu zählen. Das Mal macht euch zu mehr. Doch dahinter? Ihr greift hindurch, behutsam und bedeutungsvoll. Ihr zieht es auf diese Seite und macht es hier real. Und dahinter das Gewicht aller, das auf euch lastet. All die Hoffnungen, die auf euch ruhen, Ängste, die ihr bekämpft. Ihnen gehört ihr. Das muss sehr schwer sein. Ich hoffe, ich bin euch eine Hilfe. Könnt ihr mir Schritt für Schritt erklären, wie ihr jemandem helft? Zu Beginn höre ich zu. Ich lausche dem Leid. Spüre die Sorgen. Einige kann man lindern, indem man etwas gibt. Essen, eine Decke, Schlaf. Andere sind schrecklichere, schemenhafte Schmerzen, die sie beinahe brechen. Festsitzend, faulend werden sie zu einem Klumpen der Qual. Ich lasse ihn zerbröckeln. Kein Klumpen, keine Qual. Sie können hoffen und sie können heilen. Okay. Wir unterhalten uns später. Woher wisst ihr das? Ja, woher weiß ich das? Gut, Kinders, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge reden wir dann mit Cullen und Varric und Solas. Die bleiben noch, die drei. Meine ich. Und oben haben wir auch noch. Ja, schauen wir mal. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.